Lage im Flüchtlingsstreit spitzt sich zu. Zwischen Wien und Rom herrscht dicke Luft. Alleine heuer landen in Italien bereits 85.000 Afrikaner. Werden sie weiter nach Österreich gelassen, drohen an der Grenze Szenen wie bereits 2015. Jetzt werden Vorkehrungen für die Grenzkontrollen getroffen, wie Innenminister Wolfgang Sobotka im Gespräch mit OE24TV klar macht. Wir haben alle die Dinge, die zuvor zu bereiten sind, für eine allfällige Grenzkontrolle vorbereitet. Ich habe schon vor 3 Wochen einen Vertrag unterzeichnet mit den österreichischen Bundesbahnen, mit dem Land Tirol, dass wir unmittelbar an der Grenze einen Bahnsteig machen, um die Züge anhalten zu können und sie auch dort gut kontrollieren zu können. Ich habe den Finanzminister gebeten, dementsprechend vorzusorgen für Zollmannschaften, dass wir auch die wirtschaftlichen Abwicklungen schnellstens organisieren können. Ich habe den Kollegen Doskozil gebeten, für den Assistenzeinsatz bereit zu sein an der grünen Grenze. Das hat er jetzt gemacht und offenbar hat da manches jetzt aufgeschlagen in Italien. Das sind Vorbereitungsarbeiten, die sind selbstverständlich. Denn die Mittelmeerroute ist nicht geschlossen und wir sehen tagtäglich, dass zunehmend Leute kommen. Und dann ist irgendwann mal das Fass in Italien voll und dann werden die Leute nach Norden gehen. Und darauf vorzubereitet zu sein, das kann nicht irregulär sein, das kann nicht durchgewunken werden, haben wir uns vorzubereiten. Die Nerven liegen auf der anderen Seite des Brenners blank, denn es dauert nur kurze Zeit, den Brenner dicht zu machen. Wir brauchen 12 bis 24 Stunden, um die Kontrollen einzubringen. Das heißt nichts anderes, dass so wie gegenüber Ungarn und gegenüber den Slowenen auch die Fahrzeuge kontrolliert werden, angehalten werden, herausgenommen werden. Gerade in den Sommermonaten wird mit einem zunehmenden Ansturm von Flüchtlingen gerechnet. Ich glaube, dass wir, was wir gesehen haben, dass die Schlepperboote von Libyen ungehindert auslaufen, ja mehr werden, dass wir mehr Tote im Mittelmeer haben, zeigt einmal mehr, dass die Mittelmeerroute geschlossen gehört und sie ist frequentierter als das Jahr 2016 gewesen ist. Die Lage ist gefährlich. Fast täglich werden hunderte Flüchtlinge aus dem Meer gezogen. Die EU will nun handeln und in Libyen ein Grenzmanagement um 46 Millionen Euro einführen. Ja.